Hallo und willkommen, meine Freunde, zu dieser wirklich schönen und tollen Wirtschafts-Roleplay-Simulation. Wir haben morgen wieder auf. Wir haben einiges auf dem Zettel. Als erstes müssen wir wieder sagen, wir möchten die Geschäftszeiten ändern. Wo konnte ich das mal hier im Blitzman doch, oder nicht? So, also. Die Geschäftszeiten müssen wir ändern. Marketing können wir noch nicht. So, und freitags machen wir auf. Wir haben ja heute geschlossen. Samstags machen wir auf. Ja, Moment. Wir haben heute Freitag, ne? Die kommen jetzt 5 Tage. 1, 2, 3, 4. Wir lassen jetzt mal komplett auf und lassen uns keinen Freiraum. Denn wir haben jetzt Waren eingekauft. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht verschwinden, sondern da bleiben. Papiertüten müssten wir noch genug haben. Haben wir 927. Und ja, der Laden ist eh zu jetzt. Dann können wir auch nach Hause gehen. Wir haben unser Fahrzeug auf jeden Fall auf einen kostengünstigen Parkplatz gestellt. Dann pennen wir mal bis morgen durch, ne? So, wir stehen um 6 Uhr auf. Dann machen wir das mal. Na, jetzt natürlich sind wir runtergegangen wieder und wir sind jetzt traurig. Werden wir wieder richtig verhungern. Leute, das ist so. Ah, wir müssen gucken, dass wir das schnell hinbekommen. Wir gehen jetzt zur Arbeit und hoffen, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Wir können uns schon mal an die Kasse stellen. Meine Ware noch da, ja, die ist noch da. Mal gucken wir mal. Unter Kontakte haben wir schon irgendeinen Bewerber oder so? Nee, ne? Wir senden ihnen Lebensläufe zu. Ja, aber es sind keine Lebensläufe da. Denn erstmal weiterlaufen. Hier müssen wir selber hier arbeiten. Das ist doch zum Mäusemelken. Und wie der Laden hier aussieht, wie dreckig, ne? Das ist nicht sehr schön. Wir haben jetzt eine jede Menge Arbeit vor uns. Leute kommen auf jeden Fall in den Laden rein. Kaufen auch wieder. Ja, das ist, weil hier, wir sind der einzige Laden, der Geschenke hat, ne? Das wurde ja am Anfang gesagt. Guck mal, die stehen sogar hier Schlange bei uns, ne? Also, da machst du nix. Wir machen heute richtig viel Umsatz. Das ist sehr, sehr gut. Also, die Kasse, die klingelt richtig. Geschlossen. Wir haben auf jeden Fall richtig gut Umsatz gemacht. Und dann gucken wir mal in unserer Kontakt-App, ob wir jetzt neue Kontakte haben. Immer noch nicht. Ja, also, wo das noch hinführen soll. Wir suchen händeringend Arbeitskräfte und sind keine da. Wir können mal eben einkaufen gehen, damit wir was zu essen da haben. Sonst vergesse ich das wieder. Jetzt, wo wir einmal da sind. Schnappen wir uns mal was. Na, die Frage ist für die
Tiefkühlpizza, was brauchen wir dafür? Wenn wir Tiefkühlkost nehmen. Ich hab den Winkel nicht. Jetzt auch. Den wieder $80 weg. Ich werde hier noch Einkäufer des Monats, ne? So. Dann einmal bitte zum Gebäude. Packen wir das da rein. Jetzt haben wir wieder genug Essen da. Denn ich muss nämlich jetzt wieder was essen. Und wir hauen uns aufs Ohr. Wir haben immer noch nichts von der... Wir haben immer noch nichts bekommen. Dann werden wir wieder 13 Stunden pennen, schätze ich mal. Dann werden wir gut frühstücken. Oh, guck mal, wir haben gestern richtig viel Rabatz gemacht. Ja, wir haben gut Gewinn gemacht. Wir essen was und dann geht's feucht fröhlich zur Arbeit. So. Gucken wir nochmal Kontakt-App. Die ist doch lost, ne? Also bei denen brauchen wir nicht mehr. Also, ich weiß nicht. Da kann ich besser selber den Laden putzen. Wenn du hier von denen was brauchst, das ist ja... Also... Wahrscheinlich steht hier auch eine kleine 1 gleich. Sollten wir was bekommen, aber... Das ist ja... Das ist wirklich, wirklich crap. Schauen wir mal unsere Umsätze. Also, 480 sind wir im Plus derzeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben das Darlehen wieder abbezahlt. Wir haben noch 111 Tage übrig, wo wir das Darlehen abzahlen können. Oder wir machen halt eine Einmalzahlung. Das könnten wir auch machen. Aber so viel Geld haben wir halt noch nicht. Ne? Wir sind zwar Gewinn am Machen, aber alles schön langsam und leide. Langsam und mit leisen Sohlen. 15.000 Darlehensauszahlung haben wir aufgenommen. Und jetzt seht ihr, hier wird es immer wieder mehr. Wir haben das erste Mal Umsatz gemacht von knapp $500, dann von 700 und jetzt sind wir bei 600 und dann bei 700 wieder und jetzt zum Schluss bei $900. Das heißt, wir machen alles richtig. Ihr seht's ja, ne? Hm. Solange das hier unten grün ist, ist mir alles scheißegal. Sag ich ganz, ganz ehrlich. Der Kredit, wenn der noch weg wäre, das wäre schon Bombe. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten hier oben läuft alles wie am Schnürchen. So, und warum passiert hier nichts? Weil Sonntag ist und sonntags natürlich haben wir den Laden zu, oder? Ne, wir haben den doch aufgemacht, wollte ich doch sagen. Komm, es geht jetzt zu Oma ins Krankenhaus. Ihr braucht Geschenke für Oma. Ja, wahrscheinlich lohnt sich sonntags zu öffnen nicht. Glaube nicht. Gucken wir mal. Wobei, guck mal, wir steigern auf 27. Und das verstehe ich nicht, ne? Hier stand 15. Also können wir es doch irgendwie erhöhen, ne? Wir haben die Möglichkeit, dass die Kunden höher kommen. Und Lieferverträge sollten wir auch mal abschließen hier. Das ist vielleicht besser. 127 Kunden war unser Max bisher. Und hier seht ihr, was wir an Kohle gemacht haben bisher. Und immer noch 100%, ne? Meistverkaufste Produkte, preiswertes Geschenk. Sehr schön. So, wir haben die Auszeichnung bekommen, aber... Ja.
Brauchen mehr Kohle. Ja, es läuft nicht schlecht, aber der Laden sieht dreckig aus, ne? Bis wir den mal vernünftig hergerichtet haben und dass der wirklich gut läuft, das dauert noch. So, wir haben geschlossen. Das heißt, wir können mal den Rest auffüllen. Gucken mal, Lager. Lager verwalten. Wir hatten doch eins mit weniger Geschenken, das hier. Zack. Packen wir das da rein, dann haben wir hier wieder 200 drin. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall später ein Lager auf. Bitte. Sollte es doch gar nicht verschoben werden. Fahrzeug parken. So, also wir müssen hier dringend putzen. Ihr seht es hier. Da können wir fast das Laminat rausschmeißen und neu reinsetzen. Dann gehen wir mal nach Hause, weil wir haben heute eh Sonntag. Heute ist Gammeltag. Eine Couch haben wir leider nicht, wo wir uns drauf rumlümmeln können. Ja, traurig, traurig, traurig. Da müssen wir jetzt schon wieder ins Bett gehen, ne? Dann gehen wir jetzt mal ins Bett und schlafen uns bis morgen aus. Wir machen an dieser Stelle Schluss und sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Big Ambitions. Ich freue mich auf jeden Fall. Das Spiel ist super, super toll und macht sehr, sehr viel Spaß. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao. Bye-bye.